Moin, meine Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stelle heute für deinen YouTube-Kanal Modbox ein Skript vor, und zwar den die Super Stoppsortierung, so heißt der Mod offiziell. Also dieses Skript, da ihr Skript gehört habt, wisst ihr leider, ist es halt nur für PC und Mac. Unsere Freunde der Konsole muss sich in diesem Fall leider enttäuschen. Skripte halt nur für PC und Mac. Ja, wenn euch unsere Modforschung gefallen, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, gebt uns die Kommentare, schreibt, und wenn ihr es noch nicht getan habt, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr keine weiteren Modforschungen mehr von uns. Ja, was macht dieser Skript? Das Skript sortiert euch eigentlich im Shop einfach nur nach Kategorien. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Großfaktoren geht, ist alles wie am alten, wie ihr es kennt. Geht jetzt hier unten, habt ihr aber Sortierung nach Preis, nach Leistung, nach Geschwindigkeit. Ihr müsst allerdings einmal das Ganze einmal durchscrollen, sonst passt das nicht. Ne, wenn ihr es zum ersten Mal macht, ich gehe mal zurück. Beim ersten Mal, wenn ihr nach Preis sortiert, seht ihr, geht es jetzt schon nicht auf. 280, das ist ja. Ne, passt ja nicht. Ihr müsst nochmal rum, bis ihr wieder auf Preis steht, und jetzt passt es. Jetzt habt ihr den günstigsten Traktor vor mit 217.000, und dann ist es aufsteigend bis oben hoch bis 506.000. Bei der Leistung ist es so, er nimmt immer nur den vordersten Wert. Das heißt also, er realisiert es nicht nach dem Motto, okay, den könnte man bis zu 665 PS aufmöbeln, sondern er geht einfach nur nach dem ersten Wert. Also sprich, der Fendt 900 ist ja mit 296 das kleinste, aber kann ja durch die Motorsteuerung bis auf 415 PS, was ihn schon wieder überholen würde. Aber da der 305 als Standard hat, hat natürlich mehr PS als die 296. Und so geht es die ganze Zeit durch. Dann gibt es noch Geschwindigkeit. Jetzt seht ihr hier, dieser hier ist mit 25 km/h der langsamste, 30, 35, 40. Und wir ganz hinten noch schon JCB, genau, mit 70 km/h ist halt der schnellste Traktor. Und so könnt ihr es halt quasi dann, nach den drei Kategorien könnt ihr euch das natürlich dann aussuchen. Das ist natürlich bei Anhänger was anderes. Da gibt es nur Preis und Kapazität. Bei Preis, ne, und Kapazität seht ihr, größte Kapazität hat halt dieser Ladeking oder Loadeking. Ne? Und das ist dann je nachdem, was ihr quasi euch jetzt hier raussucht. Und hier gibt es dann nur Preis. Weil hier gibt es ja keine weiteren Möglichkeiten. Ne? Hier hat man nochmal Preis, benötigte Kraft. Und dann seht ihr halt auch, der braucht am wenigsten, der braucht 60 PS, und der ganz hinten braucht schon 300 PS, ne, damit ihr halt wisst, jo, ich mein Traktor hat halt nur, was ich, 150 PS, dann kann ich halt gucken, okay, benötigt die Kraft 150 PS, ne, was ihr halt alles fahren kann. Ja, mehr kann ich euch zu diesem Skript auch gar nicht sagen, außer dass, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr dieses Skript findet, ob ihr es für hilfreich empfindet oder sagt, nee, lieber nicht. Ne? Und wie gesagt, wenn ihr es noch getan habt, die Glocke aktiviert, um keine weiteren Mods zu verpassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Hoffen wir uns beim nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.